Meine Bilder sind inspiriert vom Amerika der 50er Jahre. Mit einem Hauch Avantgarde und Retrofuturismus ergibt sich ein, wie ich ihn genannt habe, postfuturistischer Charakter. Die 50er Jahre sind deshalb so eine interessante Zeit für mich, da wir von einem Jahrzehnt sprechen, das geprägt ist durch die Wunden eines Zweiten Weltkrieges und von Debatten wie MeToo noch lange nicht die Rede ist. Das Verlangen nach dem heile Weltgefühl oder nach dem Schein des Glücklichseins ist trotzdem, vor allem im Westen, so stark wie nie zuvor. Die gewisse Oberflächlichkeit, über die sich die Menschen damals wie heute praktisch definieren, kann man auch in die Zukunft übertragen. Denn in der Zukunft, die die Ausstellung prophezeit, versuchen Menschen mehr als je zuvor ihre Individualität anhand von Oberflächen zu beweisen. The Wake Up Call 2 wird eine fiktionale Zeitreise durch eine dystopische Zukunft, die die heutigen Probleme zugespitzt veranschaulicht. I will not.